Hallo und willkommen zu Bouquet, Koran und Wissenschaft und diesmal im Kapitel Astronomie. Die teilweise ungeheuerlichen und gänzlich unbelegten Behauptungen auf den Seiten bis hierher habe ich ja samt und sonders widerlegt. Wie sieht es jetzt mit der Astronomie aus? Nur kurz den Background. Mir geht es darum, die Realität darzustellen, die Wahrheit, damit andere einfach nur mal nachdenken. Weil mir Wahrheit wichtig ist und ich stur darauf beharre. Und dazu brauche ich keinen Hass, keine Hetze, keine Zensur und vor allem keine Gewalt. Und hier ist so ein Zitat von dem Ludwig Feuerbach. Der einzige Mensch, Freunde des Menschen, Gläubige zu Denkern, Anhänger des Gebets, zu Anhängern der Arbeit, Kandidaten und so weiter. Das ist also genau das so ziemlich, was ich erreichen möchte. Und ich folge auch niemandem. Nur, weil jemand beliebt ist. Ich höre mir an, was jemand zu sagen hat und entweder ich lerne daraus oder ich ignoriere es. Ich will und kann es nicht jedem recht machen. Das weiß ich. Und deswegen bleibe ich bei dem, was mir wichtig ist und was man nicht widerlegen kann. Realität. Und deshalb und deswegen sehe ich mir diese abscheuliche Broschüre an und analysiere den Inhalt. Nicht, um die Existenz eines Gottes zu widerlegen, sondern um diejenigen, die das glauben, was hier in der Broschüre steht, zum Nachdenken zu bringen. Eigentlich ein sehr bescheidenes Ziel, finde ich. Ein kurzer Hinweis noch. Einige der Koranübersetzungen heute sind an die Bouquet-Tricksereien angepasst worden und betrügen die Leser mit falschen Aussagen. Und daher empfehle ich immer, die älteren Übersetzungen zu nehmen und diese dann durch alte Wort-für-Wort-Text zu verifizieren. So, jetzt gehen wir mal auf Seite 22 zur Astronomie. Und leider geht es hier auf dieser Seite 22 schon sehr schlecht los, weil mit einer einzigen Ausnahme 1999 weder Araber noch Muslime bahnbrechende Entdeckungen oder Erfindungen hervorgebracht haben. Ich weiß, dass das oft behauptet wird, aber sobald man es überprüft, ist es leider falsch. Aber da die arabische Halbinsel wegen der klaren Nächte und fehlenden Lichtverschmutzung für die Beobachtung des Universums um uns herum geradezu prädestiniert ist, wurden seit jeher sehr viele Beobachtungen im nächtlichen Himmel hier gemacht und Lichtpunkte samt deren Konstellationen bekamen hier ihre Namen. Das heißt, Sumerer und Babylonier haben schon lange vor den Nabatäern, Juden und Arabern entsprechende Beobachtungen dokumentiert. Nur ist seit der Erscheinung und damit verbundener Wirkung des Islams aller Fokus weg von der Natur gewandert und weg von den Naturwissenschaften hin zum Koran. Also das Gegenteil von dem, was Bouquet und auch sehr viele Islamogeten übrigens behaupten. Islamgelehrte heute untersuchen und diskutieren eher die Frage, ob ein Ehepaar nackt im Ehebett schlafen darf, anstelle der verantwortungsvollen Forschung mit menschlichen Stammzellen. Und das hat Auswirkungen auf dem Feld der Wissenschaften. Der Output an Patenten und wissenschaftlichen Artikeln liegt im einstelligen Prozentbereich, wenn wir alle 56 OIC-Staaten betrachten, gemeinsam. Und das sind die Staaten, die vom Islam beeinflusst werden. Das ist traurig. Und eine 2020-Studie hat ergeben, dass es tatsächlich besser wird. Aber immer noch beschämend schlecht ist, wenn man bedenkt, dass der Anspruch erhoben wird, dass Muslime bereits vor 1000 Jahren und der Koran ja an sich wissenschaftlich anderen Ideologien weit überlegen sein soll. Da müsst ihr euch mal überlegen. Das passt doch irgendwie überhaupt nicht zusammen. Guck mal, eine etwas genauere Betrachtung des Korans ergibt dann ja leider, dass dort nichts steht, was damals nicht bereits verbreitet wurde. Egal wie falsch und egal wie sie Scharlatane wie Zendani und so unehrliche Menschen wie Dr. Maurice Bouquet und Dr. Keith Moore bemühen, etwas anderes zu behaupten. Die Realität ist eben stärker. Okay. Dann gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Also hier die Seite 23, Sonne und Mond. Okay. Weil wir auf einem Planeten leben, der um einen Stern kreist und einen Mond hat, der in einem Orbit mit dem Planeten
durchs All, naja, eher torkelt, haben wir bei jeder Umdrehung des Planeten abwechselnd etwas, was wir Nacht und Tag nennen, abhängig von der Strahlung des Sterns der Sonne. Das heißt, tagsüber ist ein Bereich der Sonne zugewandt, dann ist es hell und warm. Und wenn nicht, liegt der Bereich im Schatten und ist kühler. Easy. Menschen in der Antike haben diese Eigenschaften dieser Objekte noch nicht so richtig verstehen können und daher etwas erfunden, was in ihren Augen und dem beschränkten Wissen von damals Sinn machte. Und daher auch die Sätze im Koran, im Kapitel 10, 25, 71 und so weiter. Zum Beispiel hier in 71 die 7, den Mond als ein Licht, den sie gesetzt hat und die Sonne gemacht hat zu einer Lampe oder Leuchte. Das ist jetzt das, was Bukay hier vorbringt. Bukay, also er macht jetzt viel Bohai wegen der Worte Licht und Lampe. Obwohl beide ja falsch sind. Der Mond reflektiert Photonen, die bei der Kernfusion in der Sonne freigesetzt werden. Nur wussten das die Verfasser des Korans nicht und wiederholten, was sich die Leute damals so zusammengereimt hatten. Und war dies denn eine neue Erkenntnis? Naja, die Geschichtsbücher, die sagen was anderes. Das heißt, wir haben hier den Grundstein und dann schon Pythagoras, der mutgemaßt hat, dass der Mond ein spiegelähnlicher Körper ist. Und Parmenides, sein Licht ist nur eine Widerspiegelung. Anaxagoras, genau dasselbe. Empedokles hat Sonnenlicht, das auf einen weiten Kreis des Mondes fällt, ein geliehenes Licht. Ptolemäus, aufgrund der Sonneneinstrahlung, hat er auch einen mäßigen Anteil an der Wärmeerzeugung. Und dann, naja, dann kommt der Alleskönner Aristoteles, der da auch dann davon gesprochen hat. Und dann gibt es Aristarchus, der indirekt mit der Vorhersage einer Sonnenfinsternis dazu beigetragen hat. Das heißt also, die Leute damals, wir reden jetzt 1000 Jahre vor Mohammed, hatten die Leute schon ungefähr eine Vorstellung. Das heißt, die Ägypter, Babylonier und Römer haben dieses Wissen dann aufgegriffen, sodass nicht wenige gebildete Menschen davon wussten. Auch, und das ist ganz klar, wenn es sich nicht um Allgemeinwissen handelte. Das war leider so, dass es da nur wenige gab, die sich damit befasst haben und das dann so akzeptiert haben. Also, jetzt haben wir eine alternative Erklärung zum Koran und dies bereits, es war ja im 7. Jahrhundert bekannt. Das handelt sich also hierbei auf gar keinen Fall um ein Wunder. Das heißt, wenn die Verfasser jetzt im Koran das Wort Mustanir benutzt hätten, also angeleuchtet, dann wären sie näher dran gewesen, anstatt zu sagen, es ist eine Lampe. Es gibt auch exakte Ausdrücke, wie, und jetzt, okay, Entschuldigung, Bada fihi al-Nur, also davon reflektiertes Licht, um es ganz klar auszudrücken. Steht aber so nicht im Koran. Und jetzt kommen halt Islamogeten wie Zakir Naik und machen daraus dann ein leblos hängendes, reflektierendes Objekt. Weil sie das gerne so hätten. Das Problem ist jetzt nur, ne? Dieses Wort, das gibt's auch leider in 2435. Und dann ist das schon ein bisschen komisch, ne? Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Dann wäre der Islamgott demnach ein leblos hängendes, reflektierendes Objekt. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Zakir Naik. Na gut, Bukay sagt ja, dass die Sonne mit dem Wort Siraj beschrieben wird, was laut 3346 als Beschreibung Mohammeds benutzt wird. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann ist... Ne, Moment. Heißt das dann... Mohammed ist das strahlende helle Licht und Allah nur das reflektierte Lämpchen? Echt? Kinas, ihr müsst euch doch mal über die Konsequenzen im Klaren sein, wenn ihr sowas macht. Also mir scheint es irgendwie, dass die Bukay-Leutchen damals, die haben das nicht ganz so, nicht zu Ende gedacht. Und die sind halt ausschließlich, ne, auf ihre gewünschten Wunderbehauptungen losgegangen, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Naja, das haben wir ja bereits bei der Herstellung des Universums gesehen, ne? Dass die Antike die Basis für den Inhalt des Korans bereitstellt, weil ja im sumerischen Lied von der Hacke es vom mesopotamischen Gott, der heißt Elil, wesentlich einfacher als mesopotamischer Gott. Also Elil sagte, beeilte sich, die Erde vom Himmel zu trennen. Genau was im Koran steht. Und im babylonischen Mythos von Enuma Elish heißt es, als der Himmel von der Erde getrennt worden war. Ey, das kommt mir unheimlich bekannt vor, aus dem Koran.
Und dann im chinesischen Schöpfungsmythos trennt Bangu die Erde vom Himmel und schob den Himmel nach oben. In der altägyptischen Mythologie wurde Geb, das die Erde darstellt, und Nut, das den Himmel darstellt, auf Befehl des Gottes Ra getrennt, und dann schufen die die Atmosphäre, indem sie den Himmel von der Erde trennten. Also alles nicht neu und alles genauso, wie wir es im Koran wiederfinden. Alles viele Wiederholungen alter Sagen und Mythen im Koran mit 7 Himmeln, einem Mond als Licht und Stern als Leuchte. Naja, leider ist diese Darstellung im Koran damit völlig falsch, egal was ein Bukay behauptet. So, dann gehen wir mal Seite 24, Sterne und Planeten. Hier haben wir eine extrem schwache Behauptung, nämlich, dass ein Wort für Stern eigentlich Planet heißt. Das ist ein typisch Bukayismus, ne? Und völlig wirklichkeitsfremd. Denn erstens wird das Wort ausschließlich als Stern verstanden. Zweitens gibt es in der Realität natürlich keinen untersten Himmel. Drittens ist im Koran der unterste Himmel bereits belegt. Laut 67,5, wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und wir haben sie zu einem Mittel zur Vertreibung der Teufel gemacht. Also gemeint sind hier Sternschnuppen. Und viertens ist das Wort Takib nicht brennen und sich selbst konsumierend, sondern ganz schlicht nur stechend und durchdringend. All das, was man auf der Haut spürt. Also, nein, Entschuldigung, es gibt keine Himmel und auch keine 7 davon und sie sind auch nicht geschmückt, weder mit Sternen noch Planeten noch Monden. Und die Behauptung in 36,40, dass die Sonne den Mond nicht überholen kann und dass laut 75,9 Sonne und Mond kollidieren, das ist doch nur eines. Absurd. Naja, weiter unten, eben noch auf dieser Seite 24, kommen wir jetzt zu den Umlaufbahnen. Also das ist ein albernes Thema, ne? Trotz der Behauptung von Bukay wissen wir als Menschheit immer noch zu wenig über die Schwerkraft, Felder, Krümmung sowie die Eigenschaften von Raum und Zeit. Erklärt oder hilft uns der Koran hier etwas? Nee, nicht wirklich. Und auf der nächsten Seite kommen dann, weder Tag noch Nacht sind Objekte oder Zustände, sondern einfach nur Licht und Schatten. Und der Koran zeichnet ein Bild einer flachen Erde, um die alles auf einem festen Firmament kreist, auf einer Laufbahn. Und deshalb könnten theoretisch Sonne und Mond kollidieren, was sie laut Koran ja am jüngsten Tag auch machen werden. Nur kreisen die in der realen Welt im All durch Raum und Zeit, die durch Schwerkraft gekrümmt werden und nur den Anschein von Bahnen erwecken. Daher ist der Begriff, der hier auf Seite 25 benutzt wird, also schweben, also bewegungslos dahängen, nun völlig falsch. Und genauso das, was der Koran benutzt, das Schwimmen, weil eben keine aktive Bewegung durch Beine oder ähnliches oder schwimmende Bewegung vorhanden sind. Und weder Sterne noch Planeten oben auf der Oberfläche von etwas Flüssigem irgendwas schwimmen. Im Koran wird die Erde als stationäre, flache Scheibe beschrieben, um die Sonne und Mond kreisen oder schwimmen, weil ja über dem Firmament Wasser ist, das Regenwasser, was dann Allah runterschickt auf die flache Erde. Und naja, wenn man in die Erde ein Loch bohrt, ist ja unten auch Wasser, auf dem die Erde wohl schwimmt, ist ja ganz klar. Und laut Koran geht ja die Sonne jeden Tag in einem Tümpel im Westen unter und schwimmt dann, laut Mohammed, nachts unter den Thron Allahs und darf dann am nächsten Tag nach Erlaubnis durch Allah wieder im Osten aufgehen. So nett. Wie sich das eben für eine folgsame Sonne so gehört. Nur deckt sich das leider nicht mit der Realität und ist daher falsch. Und Tag und Nacht, ja. Also das ist eine der seltsamsten Konzepte im Koran. Tag und Nacht werden wie Farben benutzt und dargestellt. Dabei wickeln sich Tag und Nacht umeinander, anstatt das Licht von der Sonne auf einen kugelförmigen, rotierenden Körper fällt. Wenn das von einem Gott geschrieben wurde, dann von einem komplett inkompetenten Gott, der nun wirklich keine Ahnung hatte. Entweder geben Muslime langsamer zu, dass der Koran von Menschen verfasst wurde, oder müssen erkennen, dass der geliebte Schöpfer, Schrägstrich Gott oder Schöpferin, weiß ich, gibt es Schöpferin? Göttin, unwissende Versager sind.
Und hier wickelt meine Frau gerade meinen Schal um einen flachen Tisch, was man ja oft hört, ne? Die Behauptung, ein Schal sei ein Beweis für eine kugelförmige Erde, das sei also dann der Beweis im Koran, dass es nicht flach ist, sondern kugelförmig. Aber hier ist ja falsch, was wird ja gerade demonstriert. Der Solar Apex oder Sonnenapex. Also was das genau ist, das verstehe ich nicht komplett. Ne? Wikipedia erklärt es, aber verstanden habe ich es nicht wirklich. Es scheint ein allgemeiner Bezugspunkt zu sein, auf den wir derzeit als Sonnensystem irgendwie zusteuern. Aber guck mal, wie ein Arzt behaupten kann, dies sei im Koran genauestens beschrieben, ist für mich schleierhaft. Eine Sonne, also ein Stern, hat doch kein Ziel. Im Koran steht weder wohin, wie lange, wie schnell und mit welchen Konsequenzen hier etwas angeblich passiert. Alles, was hier steht, ist so religiöses Wischiwaschi. Bükeismus eben. Und hier ist in diesem Fall nichts richtig und nichts falsch, weil nichts wirklich gesagt wird. Was belegt werden müsste, hier ist die Behauptung, dass es Befehle eines Gottes sind, die das bewerkstelligen sollen. Das schlägt ja leider fehl. So, jetzt kommen wir zur Ausdehnung des Universums auf Seite 27. Völlig irre, weil diese Behauptung, dass der Koran etwas über die Ausdehnung des Universums aussagt, das habe ich bereits widerlegt und unheimlich oft gezeigt, wie idiotisch es tatsächlich ist. Und auch das demonstriert dann, was die extrem alberne Grundlage von Bükeismus ist. Und trotzdem ist es immer noch eine der beliebtesten Behauptungen. Einfach, vermute ich mal, aus Unwissenheit herausgekoppelt mit Falschaussagen. Und das Ganze basiert einfach nur auf dem Verb geweitet oder ausdehnen. Aber im Koran gibt es hier kein Verb, sondern da steht nur etwas von weit, riesig oder reichlich. Bükeismus eben. Auch haben die Exegeten immer nur von einem riesigen oder reichlichen oder adäquaten Himmel berichtet. Bis Sendani seine betrügerischen Änderungen veröffentlicht und damit die Worte im Koran verändert hat. Was ja laut Koran nicht möglich ist, hat er aber. Können wir testen oder in irgendeiner Form belegen, dass ein bestimmter Gott den Himmel oder sieben Himmel hergestellt hat? Dass dies viel Kraft bedarf und ausreichend groß ist? Nö, das ist Bükeismus, mehr ist das nicht. Okay, Seite 28, Eroberung des Alls. Na ja, gut, zum Abschluss noch etwas alberner, also noch alberner. Das wollte ich sagen. Weil BK zeigt hier einen Satz, von dem er behauptet, es sei 55,33 aus dem Koran. Nur hat er das Wort Ermächtigung oder Vollmacht einfach in Macht umgeändert, nur um es sofort wieder in Ermächtigung zurückzuändern. Aber das sind ja völlig andere Sachen, Macht und Ermächtigung. Bükey interpretiert den Satz als Ermächtigung, in den Weltraum zu reisen, ohne aber zu definieren, was das ist, also wo Weltraum eigentlich anfängt. Wenn ich die Erde verlasse in einem Flugzeug, habe ich dann schon die Erde verlassen? Aber wenn wir jetzt einen Bereich zwischen 80 oder 100 Kilometer akzeptieren, also Höhe über der Erdoberfläche, dann kann ich mich nicht entsinnen, dass NASA oder ESA oder eine andere Weltraumfirma jemals einen dieser Götter um Erlaubnis gefragt hat. Also ist auch dieser Satz im Koran falsch. Okay, soweit zum Thema Astronomie im Koran und der Fantasie eines gewissenlosen und unehrlichen Arztes aus Frankreich, eines Maurice Bucquet. Im nächsten Video widme ich dann mal den Behauptungen und Verdrehungen über Geologie. Und wie immer, Vorschläge, Korrekturen, Kommentare sind gerne gesehen. Bis zum nächsten Video. Geologie von Maurice Bucquet. Ciao for now.